Wir sind Teil des Medienprojekts Kinder Uni 2015 und haben gelernt, wie man Videos macht. Heute waren wir an der Uni Mainz unterwegs. Da haben wir gelernt, dass man da nicht nur studieren kann. Wir haben nämlich 3 Leute gefunden, die mehr hinter den Kulissen tätig sind. Sie sorgen dafür, dass sich die Studenten Bücher ausleihen können. Der botanische Garten gepflegt ist und alles Technische gut läuft. Mein Name ist Monika Männer, ich bin 24 Jahre alt und ich arbeite momentan an der Georg-Forster-Bibliothek an der Universität in Mainz. Also dem Beruf der Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste kam ich nach dem Abitur. Ich habe ein bisschen im Internet recherchiert, was mir Spaß machen könnte, wusste, dass ich was mit Menschen und aber auch was mit Medien machen möchte. Und ja, habe mich dann eingelesen, habe gedacht, das könnte mir Spaß machen und habe mich dann beworben. Was macht Ihnen in Ihrem Beruf am meisten Spaß? Eigentlich alles, also dass es so abwechslungsreich ist, eben dass man auch mit Menschen viel zu tun hat, dass man aber auch mal am PC arbeiten kann und eigentlich alles, genau. Am meisten vielleicht der Kontakt mit Menschen, weil das am abwechslungsreichsten ist. Da kommt immer was anderes, da weiß man nie, was will derjenige jetzt wissen und das macht eigentlich schon ziemlich viel Spaß. Was ist das Peinlichste, was Ihnen in Ihrem Beruf je passiert ist? Also richtig peinlich, jetzt Gott sei Dank noch nichts, aber es gibt natürlich auch viele Nutzer, die leider etwas lauter werden oder teilweise auch wirklich richtig ausfallend und dann in der Bibliothekshalle rumschreien. Und wenn man dann halt von so einem Nutzer angeschrien wird, das ist dann schon leicht peinlich, gerade weil man in der Bibliothek ja doch leise sein sollte. Und wenn es dann so laut wird und die anderen Nutzer wissen nicht, ist jetzt der Mitarbeiter schuld oder ist der Nutzer schuld, das ist dann schon unangenehm. Wie sieht Ihr Arbeitsalltag hier aus? Ich komme morgens um 8:30 hierher und dann gucke ich erstmal, was in meinem E-Mail-Postfach so ist und gucke, ob mich jemand angerufen hat. Wenn nicht, dann gehe ich runter in die Bibliothek und stelle die Bücher ein, die die Nutzer über Nacht oder halt auch am anderen Tag benutzt haben, stelle die zurück ins Regal, gucke, dass alles an seinem Platz und ordentlich aussieht. Dann je nachdem, ob ich Dienst an der Aufsicht habe, gehe ich dann dorthin und unterstütze halt die Nutzer, gebe Informationen etc. Und ansonsten bin ich eben in meinem Büro und gucke, was dort so anfällt. Bearbeite Zeitschriften und Bücher oder ja auch weiterhin noch E-Mails. Genau, alles, was so im Background so ein bisschen abläuft. Genau. Was ist Ihr Lieblingsbuch? Mein Lieblingsbuch ist jetzt schwer zu sagen. Ich habe eigentlich ganz viele. Ich würde mal sagen Vogelstimmen von Dirk Bernemann. Das ist nicht so bekannt, aber man kann das ja mal nachrecherchieren oder so, wenn das jemanden interessiert. Hallo, ich heiße Alexandra Varenikova, ich bin Azubi in dem Botanischen Garten Uni Mainz seit September. Ich finde meinen Beruf einfach wunderschön, weil hier muss man nichts produzieren, muss man nichts verkaufen, kann man einfach Pflanzen pflegen und das Leben genießen. Mir gefällt die Möglichkeit zu sehen, wie die Pflanzen wachsen und sich entwickeln. Zum Beispiel im Herbst habe ich Tulpen gepflanzt und jetzt kann ich sehen, wie sie schon blühen. Das ist wunderbar. Was machen Sie denn den Tag über hier im Garten? Das hängt davon ab, in welcher Abteilung ich bin. In dem Moment bin ich in der systematischen Abteilung. Heute zum Beispiel habe ich morgen früh Samen ausgesät und jetzt habe ich vor, ein paar Beete umzugraben und dann kann man sie neu bepflanzen. Haben Sie eine Lieblingspflanze? Ja, ich mag japanische Kirschbäume besonders. Sie blühen bald, so nächste paar Wochen glaube ich, und dann fühlt man sich hier im Garten wie in einer kleinen Japan. Ja. Ist Ihnen hier im Botanischen Garten schon mal etwas Komisches passiert? Ja, mit mir passieren ständig komische Sachen. Vor ein paar Wochen zum Beispiel wollte ich schon nach Hause gehen und meine Werkzeuge zurück mitbringen. Und dann habe ich gesehen, ich habe keine Werkzeuge mehr. Okay, ich habe gedacht, wahrscheinlich meine Mitarbeiterin hat sie unabsichtlich mitgenommen. Aber nächstes Morgen habe ich die wieder im Garten gefunden. War ein bisschen zu müde und habe vergessen, wo ich sie gelassen habe. Zum Glück hat niemand sie mitgenommen. Ja. Ich mache zurzeit eine Ausbildung als Feinwerkmechaniker. Und wie sieht ein gewöhnlicher Arbeitstag aus? Das ist sehr unterschiedlich. Im ersten Lehrjahr ist es so, dass man Grundlehrgang macht, feilen, bohren, sägen. Und danach macht man Maschinenlehrgang und dann hat man Übungsstücke, die man
halt fertigen muss. Und wenn man den Maschinenlehrgang hat, kriegt man auch Aufträge und muss diverse Werkstücke fertigen. Also es ist sehr unterschiedlich eigentlich. Was muss man für Ihren Job können? Logisches Denken, technisches Verständnis, Mathematik. Man muss auch gewissermaßen teamfähig sein und auch Geduld mit sich bringen. Und macht Ihnen Ihre Arbeit Spaß und wenn ja, wieso? Ja, natürlich macht sie Spaß, weil sie halt sehr abwechslungsreich ist. Man hat immer andere Aufgaben, andere Werkstücke, andere Werkstoffe. Ja, sehr vielseitig. I guess we all know.